dem Hintergrund der ganzen Historie ist es auf jeden Fall was anderes, rechtsradikal zu sein, als linksradikal zu sein. Und wenn Sie dann den Kopf schütteln, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Müssen wir nochmal Geschichtsbuch aufschlagen. Gehen wir gleich mal kurz weiter. Fritz, du schüttelst mit dem Kopf. Ja, warum? Radikal ist radikal, egal von welcher Seite. Sicherlich ist es geschichtlich mit einem anderen Hintergrund zu betrachten, aber dennoch ist es eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Das ist keine Frage von geschichtlich oder nicht geschichtlich. Das ist einfach eine Frage der Auswirkungen. Es gab seit der Wende, das sind offizielle Zahlen, 130 Morde aus rechten Kreisen. Opferberatungsstellen sprechen von höheren Zahlen. Mir sind keine Zahlen aus dem linken Spektrum bekannt. Ich bezweifle, dass sie annähernd diese Höhe erreichen. Mir persönlich, wie gesagt, ist kein einziger Fall bekannt. Ich hätte eine Zahl da, seit 1993 140 Todesopfer rechter Gewalt. Gut, ich denke, das ist eine Zahl, da... Ich habe einen Verfassungsschutzbericht dabei vom Mai 2009 und wenn man sich da die Zahlen der Straftaten anschaut und vergleicht zwischen rechts und links, ist die Schere nicht gar so groß, wie da hier auseinanderklafft. Ich möchte jetzt nichts verharmlosen, aber ich denke, es ist immer noch ein Unterschied, ob eine Straftat eine Sachbeschädigung ist oder eine gefährliche Körperverletzung, vielleicht sogar eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Auf die Straftaten wollte ich noch gar nicht eingehen, aber auch hier ist die Schere nämlich gar so groß, wie sie vor Jahren noch war. Also es ist nicht so, dass links nicht zu beachten ist, wie hier die Gefahren auch ausgehen können. Außerdem geht es ja nicht nur um die ganz konkreten Auswirkungen, sondern um das grundlegende Menschenbild. Und Linksradikale sind wie Rechtsradikale meistens nur noch radikal. Sie haben kein klares Programm. Ja, aber es ist nicht menschenverachtend. Es ist nicht, nein, es ist nicht. Einen Augenblick, sag mir da, warte mal, lass sie mal reden. Inwiefern denn? Sag mir das mal. Der Linksradikalismus achtet den Menschen nicht als Individuum. Der kennt keinen wertvollen Menschen. Nein, das sind doch keine Kommunisten. Hier geht es doch nicht ums Kollektiv. Du verwechselst da was. Du verwechselst da was.